Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Mission der grünen Horde hier bei Zombicide, und zwar Mission 2, die Y-Zone. Letztes Mal ist es ja sehr bitter abgelaufen. Drei tote Charaktere, Amy, Duck und Ned, sind leider über den Jordan gerannt, werden auch nicht wiederkommen. Das ist natürlich schade. Wanda, die feige Sau, ist wieder in Rollstuhlen abgehaut, ist weiter durch die Stadt gerast, hat dabei Josh aufgegabelt, der ja, sich im Park ein bisschen breit gemacht hat und versucht da zu überleben, haben sich die zusammengetan. Zum Weiteren haben wir dann auch Raoul damit dazu bekommen. Raoul ist eigentlich ein Gastarbeiter aus einem südamerikanischen Land. Man kann sich jetzt aussuchen, was man gerne haben möchte. Ich weiß nicht, also Mexikaner, glaube ich, ist er nicht. Ich schätze mal, er wird ja, Peruaner oder etwas in diese Richtung sein. Auf alle Fälle haben wir Raoul aufgegabelt, der ebenfalls mit dabei ist. Und zum Schluss hat sich dann noch Phil, der Polizist, der gerade auf Streife war, mit dem leider dieses Auto verreckt ist, zu unserer kleinen Gruppe dazugesellt. Und jetzt müssen wir abhauen. In dieser Mission geht es nur darum, dass die Überlebenden aus der Stadt rauskommen und sich dann doch irgendwann einmal ein Basislager zusammensuchen. Die Karte des kleinen Spielchens seht ihr vor euch. Wir werden sehen, ob die Überlebenden es packen. Und ich sage danke und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hallo und willkommen zum nächsten Zombicide-Video hier bei der Grünen Horde. Heute spielen wir die zweite Mission, also Mission 02, insgesamt von die dritte, aus dem ersten Zombicide-Box. Wir spielen Vladek, Azrael, Element und ich selber, Hank. Wir spielen mit den Figuren Wanda, Phil, Josh und Raoul, da uns ja letztes Mal alles bis auf Wanda gestorben sind. Bewaffnet sind wir noch mit den Waffen, die Wanda dabei hatte, Fire Axe und Shotgun. Und wir haben nochmal neue gezogen, eine weitere Fire Axe und eine Pistole. Und Phil bringt natürlich noch seine zweite Pistole mit. Läuft nicht. Das ist ein roter Punkt. Okay, zur Mission. Wir starten in dem Eck hier hinten. Wir müssen hier drüben rauskommen. Und wir werden versuchen, relativ schnell hier durchzulaufen. Und einfach nur rauszukommen und das ganze Rest zu ignorieren. Gar nicht den ganzen, gar nicht zu suchen und aufzuräumen. A2L fällt an. Und ja, mit Phil. Reaktion. Ich würde mal sagen, einfach vorrennen grob, oder? Vorrennen, vor den Tauchen kommen, also vor dem Spawnpoint. 1, 2, 3. Ja. Mehr ist nicht zu tun. Das ist richtig, ja. Genau das werde ich nämlich auch tun. Genau. So. Und ja, Raoul, ich selber mache das Gleiche. So, nur Wanda ist schneller mit ihren Rollschuhen. Ich run gleich bis nach vorne zur Tür. 1, 2, 3. Die vierte Aktion nutze ich nicht, damit wir uns ein bisschen zurückhalten. Weil es kommen einige mehr Zombies, weil ich ja schon im orangen Bereich bin. Das ist richtig. Dann jetzt Spawn. Zombies. Hier an. Das ist ein Fetti im Orangen. Fetti. Dann haben wir einen Free Turn for All Walkers. Da passiert nichts. Doch, für die zwei. Ah, da sind schon zwei. Dann zwei Runner hier. Und das sind zwei normale. Ja, zwei Walkers. Kindergarten. Okay, dann, jetzt sind wir wieder dran. Genau, diesmal fange ich an. Du bist der Schütze. Ich bin der Schütze, ich schieße das erste Mal in den Haufen rein. Ich habe zwei Würfel auf die 4 Plus. Die beide draufgehen. Dann ziehst du dich noch so weit, wie es geht. Ja, eins, zwei, ich habe dann drei hier stehen. Gut, ich mache das gleich. Eins, zwei, und dann öffne ich mit meiner Feuerwerk die Tür. Und wir bekommen 5 normale. Oh, super. Ey, da geht ja was. Dann 4 normale. 4 normale. Haben wir noch ein zweites Schädlich? Und 5 normale. Also 4 normale, 4 normale, 5 normale. Ja. Ey, da geht ja richtig eine Party ab. Dann. Was ist denn aus, wenn wir stören? 4 normale. Und ein Baum nach vorne. Einen noch nach hinten. 5 normale. So, dann Wanda. Du darfst anfangen. Nee, du also bist ich noch, du bist ja auch noch dran. Jetzt ist die Frage, soll ich reingehen und hacken oder nicht?
Ich würde vorschlagen, du tauschst gegen Schotter. Das wäre optional, dass man hier tauscht. Wobei du könntest. Wie viel? Tauschen, schießen, nachladen, schießen. Dann kann ich vier Leute umgehen. Du musst nicht nachladen mit der Shotgun. Nur mit der Nicht nur mit der abgesägten. Das ist die normale. Also du hast dann drei Schuss und er darf auch noch eins, zwei, einmal schießen mit zwei Waffen. Okay, dann schmeiß ich rüber, dann haben wir das in einem Raum schon mal näher geräumt. Tausch mal. Das bedenken, dass die Kamera nicht anders ist. Ja, aber ich glaube, die läuft, das setzt sich schon wieder selbst abgeschaltet. Okay, okay, dann. Also eins. Dann reinballern. Das ist nichts. Das ist gar nichts. Nur ein Satz. Yeah. Das heißt, die Würfel sind jetzt gut. Zwei Tote. Jawohl, das sind schon mal zwei Tote. Also alles oder nichts. Ja, aber das ist schon mal die Methode. Letzte Aktion. Zwei. Du bekommst vier Punkte. Das ist sehr schlecht. Ja, du darfst halt nur nicht ins Rote kommen. Das ist das Endziel. Weil das wollen wir machen. Okay, 20. Jetzt darf noch Film. Ja, 1, 2 mit der dritten da rein, rotzen. Einmal reinschießen. Durch zwei Würfel bedarf es nochmal weniger? Ja, bitte. Einer ist tot, du bekommst einen Punkt. Du steigst cool. Eins auf. Eins aufsteigen. Und dann sind wir wieder durch. Dann jetzt erstmal Zombie-Bewegung, das heißt die nach vorne, die Runner 2. Um die müssen wir uns unbedingt kümmern. Die sind wichtig, die Runner müssen weg. Die. Ja, jetzt pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Die bleiben vor der Tür stehen und der geht eins nach vorne. Bleiben vor der Tür stehen. Die sammeln sich vor der Tür, weil das der kürzeste Weg wäre, aber die Tür ist halt zu. Die sammeln sich vor der Tür. Ach, die checken die nochmal. Aber ich dachte, splitten? Nur wenn der Weg gleich lang wäre, aber es sind hier nur 5 Felder und hier wären es 7. Okay, achso, wir spawnen. 3, das sind Runner, oder? Das sind Runner, super. 3 Runner. Die bleiben auch da stehen. Was haben wir hier? Dann 2 Runner hier. Dann 2 Fettis. Mach du die Fettis, ich gebe das andere Material. Und nochmal 2 Runner da hinten. Okay, jetzt wird es schon wieder eng. Dann darf ich, ja? Ja, du fängst mach mal du. Als Idee. So, du hast eine Feuerangst. Auch die Schatten, du das tausche wieder, oder? Du tauscht auf alle Fälle mit ihm die Schrotflinte und säbelst die Runner weg, würde ich sagen. Die hat 2 Schuss, oder? Ja. Ich wäre mit Fire Axe eigentlich ganz froh gewesen. Er hat keine Waffe jetzt. Ich gebe ihm die Fire Axe dafür. Ist gescheiter. Ja, dann geht's. Gut, dann mein zweiter Aktion. Würde den hier. Die dritte Aktion ist da reinschießen, oder? Der dritte hast du schon verbraucht, mein Freund. Du hast getauscht. Getauscht, ah. Wäre es eigentlich wurscht gewesen, weil jetzt. Nee, das stimmt gar nicht, oder? Ich habe zweimal schießen, das heißt, wenn du jetzt zurücktauschst, um einmal mehr schießen kann. Ja, jetzt tauschst du zurück, dann darfst du dreimal da reinschießen. Ja, ich hoffe, ich habe wenigstens zweimal schießen, weil dann kann ich jetzt gerne auch einmal suchen und wieder raus. Da wieder raus nicht, aber einmal reingehen und suchen geht auf alle Fälle, wobei es egal ist, weil du bist der Slippery, genauso wie ich, du könntest im Anschluss wieder raus. Aber wir wollen trotzdem uns langsam da reinbringen. Ja, natürlich, das ist schon klar. Das war jetzt einmal tauschen, jetzt trotzdem mal rein. Erstmal schauen, dass sie wegkommen, nicht suchen. Weil tauschen geht ja auch, wir sind alle beieinander. Ja, solange wir alle in einem Feld stehen, das ist der klassische Horrorfilm-Trick. Wir sollten uns aufteilen, das ist bestimmt die geilste Idee überhaupt. Soll ich rübergehen? Soll ich außenrum? Ja, rennen außenrum, super! Für mich wäre es kein Problem, ich würde eigentlich sterben. Wie letztes Mal, ne? Ja, kannst du ja. Baller, die Mist wie gehabt, da einer tot. Nochmal. Weglaufen, das kann er. Noch einer tot. Jetzt wieder beide. Nochmal. Ja, das sind 3 Punkte für dich. Phil, knall's ab. Schießen rein, Wölken. Tot, was? Tot. Jetzt rein, ne? Rein und einmal suchen. Du bekommst eine Karte her. Glasflasche. Glasflasche ist nicht schlecht. Aufheben. Die Waffen hat er ja auch schon. Glasflasche immer ist nie verkehrt, wenn man hat einfach aufheben. Molly! Dann ich, ja? Weil ich werde rein. Rein? Ich schieße rein, ja? Ich kann nicht schießen. Du könntest dir ja Waffen mitnehmen. 1, 2, kannst einmal schießen. Ja gut, das geht schon. Ja, dann tauschen wir wieder, dann kriegst du wieder die Feueraxt.
Entschuldigung. Es funktioniert. Ja, ich hoffe, die läuft nicht heiß. Könntest du das einmal tauschen? Zwei reingehen und mit drei rotz ich in den Nebenraum. Töte einen. Gut. Hoffentlich kann ich aber ich krieg noch einen Punkt, ne? Fürs, der extra Teil Walkers ist ganz davon gezogen. Gibt's nur einmal. Gibt's nur einmal? Ja. Für pro Farbliste einmal. Selbst das heißt, es bewegen sich alle unsere Zombies. So, die bleiben wieder vor der Tür. Die hier auch noch. Die gehen nach vorne. Jetzt ist es definitiv durch die Tür kürzer, aber sonst ja schon dagegen gelegen. Du bekommst das. Wir haben drei Zombies in diesem Feld. Sie hätten uns den Kampf auf den Daumen nehmen und rumwackeln lassen. Erstmal zum Spawn. Wir bekommen sechs normale. Oh Gott. Aber hier wäre der Abdomination dabei gewesen, wenn er ultra-rot gewesen wäre. Dann haben wir drei Runner hier. Zwei, drei. Noch einer. Also sechs normale. Nur noch einen. Achso, ich hab schon. Sechs normale hier. Was? 1, 2, 3, 4, 5. Und drei normale, weil Wanda schon orange ist. Der ist schon orange am Anfang. Drei Runner da hinten. Drei Runner da hinten. Ich hab bloß noch einen Runner. Ich hab noch. Sind noch genügend. Ja, genügend? Okay, drei Stück habe ich jetzt hier. Runner töten, Leute. Wir müssen ein paar Runner in den Zombies töten. Ja, ich darf anfangen. Kann man Türen wieder schließen? Nein. Ja. Wir können. Das ist schon mal Vorwarnung fürs nächste Mal. Wenn wir schon mal so weit sind, dass wir ins Einkaufszentrum kommen, dann können wir Barrikaden bauen. Es fehlen allerdings noch. Fehlen noch acht Missionen, bevor wir so weit sind. Okay. Das ist die Frage. Was tun wir? Reinlaufen, suchen und dann schnetzeln. Die Runner müssen. Das ist das. Aber ich habe mit dem Ding ja einen Würfel auf die 4 Plus. Also. Ich weiß, das ist das. So schnell ist das jetzt nicht. Ich würde sagen, du gehst auf alle Fälle zu uns mit rein, wenn du hast eine Nahkampfwaffe und haust die drei um. Versuchst es zumindest. Soll ich noch einmal suchen vorher? Weil alle drei umhauen ist. Einmal geht bestimmt dein Nachbar rein. Ja, das Entscheidende an der Sache ist, er und ich können nur ins Nachbarfeld reinschießen, weil wenn ins gleiche Feld, wenn wir schießen, treffen wir immer einen von uns zuerst. Also das ist echt das Risiko, ich muss dir dann erwischen, weil ich habe eine Anzahl weniger als du. Eins. Und wenn man am Ende dann ich noch einen zum Suchen über hat, dann suche lieber ich. Einer tot. Einer tot. Gut. Jetzt darf Phil zwei Punkte gut schreiben. Phil kann schließen in das Nachbarfeld. Einer tot. Keiner tot. Keiner tot. Das war nicht gut, ne? Ja, deswegen schieße ich ins Nachbarfeld. Ich schieße einmal. Einer tot. Du musst auch einmal schießen. Schau mal, ich schieße zweimal. Schieße das dritte Mal. Wieder einer tot. Ah, dann spielen wir was mit dir, das wir fassen. Dann gehe ich in das Feld rein und erschlage den Zombie. Kann leider nicht mehr suchen. Warum? Weil er mit also, einer ist zu reingegangen und zwei zum Niederschlagen. Dann habe ich einen nur noch. Schade. Dann jetzt wieder bewegen, das heißt, die zwei kommen hier, die Runner rennen zu uns rein. Die zwei Runner rennen 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Na, die rennen da. Die rennen so rum, ja. Und die rennen. Ja. So, wir bekommen zwei Fettis. Hoppla, die gehen noch nach vorne. Zwei Fettis. Ich glaube, die laufen auch noch. Ich habe noch einen Fettis. Muss die mal ein Fettis haben. Brauchst du noch normale? Vier, drei, normale. Dann habe ich hier zwei Runner. Jetzt habe ich nur noch einen. Und zwei normale. Das ist mit Gullideckel. Autsch. Zwei normale mit Gullideckel, ja. Zwei normale mit Gullideckel. Wir stehen alle in einem Feld. Das heißt, ja gut, nur leider sehr viel näher. Okay. Und dann nochmal ein Fetti mit einem Mac. Ich hab kein Fett mehr. Ich hab Fett mehr. Ich hab zwei normale. Ja, komm, geh halt nach Hause. Sind natürlich viel näher aufgetaucht als nötig. Als hätte sein sollen, ja. Ja, gut. Gut. Jan, Phil fängt wieder an. Phil kann allerdings da nicht reinschießen. Weil wir alle mit drin stehen. Könnt auf die. Phil schießt die beiden. Könnt auf die töten. Ja, schießt die zwei Knall, ja. Einmal die haben.
Weiß. Weil, wie viele Punkte stehst du jetzt? Wie hast du drin gemacht? Zwei Stück, also fünf wäre ich jetzt. Fünf, wir bräuchten noch zwölf. Nochmal zwei, gut. Aber du hast jetzt noch eine Aktion frei. Du kannst so die Punkte, die zählen okay. Sofort zu Battle Mode. Okay. Du hast auch während dem Zug schon die Zusatzaktion. Die Aktion. Also eine Aktion hätte ich jetzt noch. Mit der das Zug noch. Brecheisen ist gut. Ja, ja. Das ist die Tür. Dann anfangen leise. Josh. Dann ich. Ich tausche mit dir wieder die Feueraxt. So, wenn ich jetzt zwei töte, dann kriege ich eine zusätzliche Aktion. Eins, einer tot, er ist die Gurke. Zwei. Verdammt. Okay. Gut, Raul schlägt bitte. Feueraxt, eins. Zwei, ja, drei. So muss das laufen. Bin ich aber nur bei sechs. Aber diese die sind alle tot. Ich hätte gern noch gesucht. Weil hier sind noch mal zwei Runner, die dazu stoßen. Ja, fünf Runner. Ja. Die drei stehen. Das heißt, auch Wanda muss eins und die beiden erschießen. Die drei. Dann kommen die eins. Nichts. Einer. Drei. Die letzte Aktion. Diese zwei Stück. Nein, du schießt nicht mehr, du gehst wieder zurück. Stimmt, du musst zurückgehen. Wenn du jetzt schießt, auch dann wenn du die zwei tötest, beißen nicht die beiden. Du gehst wieder zu uns und dann gehst nach da. Gut. Also will ich nicht vorne bleiben wegen Bisswundenverteilung und so? Nein. Nee, ist egal. Das ist egal. Das passt jetzt schon. Dann sind wir jetzt schon wieder durch auch. Dann bewegen sich die wieder nach vorne. Die Runner zu uns, die Runner noch hier, da. Die Runner bremsen uns so aus, wir kommen nicht mehr vom Fleck. Die Runner sind immer so gut. Dann hier. Drei normale. Ein Runner. Ein Runner habe ich. Vier normale. Hast du? Drei normale. Fertig. Ja. Wir müssen jetzt langsam ein paar töten und bewegen sich alle. Ja. Also mal größere Menge töten. Wer ist jetzt Erster? Ich fange an. Ja. Du hast den Nahkampfwurf oder dann brauchst du? Ja, das tue ich jetzt. So drei Stück. Ja, drei. Also vier Stück. Vier Stück. Zwei, zwei. Ja. Ja. Zwei tot, passt. Ich krieg mir zusätzliche Aktion. Ich bin im Gelben. Bist du Slipper? Yep. Schau doch, dass du im Feld weiterkommst. Ja, dann schlage ich jetzt noch einen Tod. Du hast zwei erwischt. Ich habe einen erwischt bis jetzt. Ich habe aber noch eine zusätzliche Aktion gemacht. Okay. Also du hast noch hoffen, dass du im Feld weiterkommst. Ich habe zwei Aktionen rüber. Das heißt, ich könnte jetzt noch einen erschlagen und renne dann eins weiter. Ja, dann erschlagen wir. Das tue ich auch. Und mit meiner Slippery Aktion eins nach vorne. So, dann mache ich das Gleiche. Der Henk macht nichts. Nein. Zweite. Nein, ich bin einfach zu gut. Dritte. Nein! Ah, ich hätte auch eine Aktion gekriegt. Scheiße. Super. So, das ist das Todesurteil für Raul. Würde ich nicht mal sagen. Du tauschst mit ihm jetzt wieder die Nahkampfwaffe. Er geht zurück und er schlägt die zwei. Ich tausche mit dir dann die Nahkampfwaffe und geh rein. Ja. Oder so, ja. Ja, aber ich komme dann nicht mehr weg. Zwei. Drin bleiben oder rausgehen? Drin bleiben oder rausgehen? Das ist die Frage. Wir leben wieder aus zwei. Da ist jetzt noch einer. Das ist die Frage, soll er nochmal zuhören oder soll er rausgehen? Aber wir haben einen Phil halt auch noch übrig, der darf auch noch mal zuschlagen, oder? Auch auf die 4 plus. Wunderbar. Es ja. Bleibt diese Kopfwirksprung und wir haben noch keine effektiveren Nahkampfwaffen. Wenn ich bekommen. Vielleicht sogar zwei töte, bekomme ich eine vierte Aktion. Ja, eben. Dann gehe ich raus und das versuche, dass du die beiden tötest und dann kannst du auch noch abkommen. Ja. Okay. Ich sterbe wieder. Ein Würfel nur. Das kommt mir ja bekannt vor. Wie ist los? Vier? Zwei. Oh, was ist denn die Runde los? Zweimal voller neun Angriffe und keiner getroffen.
Wieso sprühe ich mir? Nein, ich kann einfach rausgehen können und schießen. Du hättest sogar zu den Kopf. Du hättest rauslaufen können, aber sonst. Ja, aber dann beißen sie sich trotzdem nach Parfait, weil die ja zwei Aktivierungen haben. Die beißen sich nicht tot. Ja, sind die beißen nicht tot, ja. Dann bist halt du ein Zombiver, aber. Ja, aber gerade der Sunny wird dann Zombiver. Super. Das ist richtig, dann kannst du halt so ein Schlucker werden. Du blockst das da hinten, weil du als Zombiver kriegst du ja 5 Runden, bevor du endgültig drauf gehst. Ja gut, aber das sind jetzt Zombies dran. Wir bringen viel zu wenig um, Leute, wisst ihr das? Das ist vorbei. Ja, ich würde mal sagen, für den Phil und für den Raoul ist gelaufen. Und die anderen beiden sind slippery laufen. Und Josh blöd. Und Wanda hauen jetzt da ganz gepflegt ab. Hier jedes Mal. Ganz gepflegt, ey. Wenn jetzt ganz gepflegt. Also man merkt, dass ich Zombie-Apokalypse Rollerblades zu. Sehr wichtig. Also, die wichtigste also. Ja gut, erstmal kriegen wir Wunden. Jeder zwei, fertig. Wir sind beide umbrechen. Wieso jeder zwei? Jeder eine? Wieso die? Die waren schon drin, die waren. Ach, die sind schon drin gestanden. Dann sind es zu weit. Das heißt, wir verlieren auch eine Waffe, gell? Du verlierst eigentlich beide Dinge, wenn du in der Hand hältst. Das sind bei ihm eine Pistole und ein Crowbar. Das hast du nicht aber getauscht, ne? Ja. Die er fallen lässt. Dafür kriegst du nur eine Wunde, weil du dich verwandelt hast. Also eine Wundenkarte. Was sind denn die Wundenkarten? Oh. Sie startet das mit einer Wunde. Ja, ja die blockiert ein die blockiert Feld. Die eine Wunde blockiert ein Feld. Und ich habe keine Waffen mehr. Du verlierst nicht alles, du verlierst einen Gegenstand, oder? Du verlierst pro Treffer einen Gegenstand. Wenn du in der Hand hältst, ja. Und ich habe, ja gut, den Reis habe ich natürlich nicht in der Hand, aber der ist ja sehr nutzlos. In der Hinsicht, ja. Mal so. Ja, die bewegen sich. Vielleicht isst du dafür dann weniger Hirn, weil du mehr Reis isst. Dann machen wir einmal, dass man das auch alles richtig hat. Weil ja, stellen wir die schönen Figuren hin. Der Raoul und der Phil sterben. Und wir haben Zombie-Phil und Zombie-Raoul. Wir kriegen zwei Fetties. Die haben wir noch. Haben wir noch die normalen dazugehören? Ich habe noch zwei Walker. Ja, das reicht dann nicht mehr. Was steht da daneben? Das sind alles Brother. Okay. Einen Walker habe ich noch. Okay, dann ich habe drei Walker. Was kommt jetzt? Es kommen einmal noch vier normale. Das heißt, alle normalen bewegen sich. Ich habe noch zwei normale. Du hast noch zwei? Das heißt, wir haben trotzdem nicht genug. Es bewegen sich alle normal. Das heißt, die kommen dazu und trotzdem bewegen sich alle. Ich hätte es nicht sagen. Okay, da okay. Also eins, zwei, drei, vier. Wir kriegen jeder zwei Runden. Im Endeffekt, wir kriegen vier Runden, wir müssen uns überlegen, was sie aufteilen. Und dann bewegen sich hier noch die normalen. Die habt ihr bewegt? Die normalen. Die bewegt, ja. Sind okay, die auch schon bewegt? Dann kommen zwei Runner. Ich weiß nicht, die habe ich bewegt. Zwei Runner habe ich. Wo? Da oben. Da oben und all fatties and extra turn. All fertig sind extra turn. Super, dann sind jetzt alle hier vorgezogen. Ja, das heißt, da sich eben nochmal zwei Wunden. Dass die Fettis sind jetzt da. Die waren schon da. Die können die da. Ach, haben wir jetzt die Bewegung gehabt. Oh. Ja, unsere Tanks schlucken die. Ja, das heißt, wir kriegen sechs Wunden. Das heißt, jeder kriegt drei. Ich frage ist, ob man nicht besser mir vier geben und dir zwei. Das ist die Frage. Ja, die ist noch Waffen. Ja, eine Pistole. Ja, schon, aber er steht. Wobei die verliert er auch in dem Moment, wo er sich muss. Was ist denn da, wie die Luge? Und er steht im gleichen Feld wie du, das ist das nächste. Er schießt da sowieso dicht als erstes überhaupt. Geht nicht mehr. Ja, also lass es ja lieber mich sterben. Ja. Das heißt, du kriegst zwei Runden und ich bin raus. Damit ist Zombie Raoul Bagnola. Das ging schnell. Kurzer Auftritt. Ja. Kurz, aber herzlich. Damit fängt Wanda an, weil Raoul im Arsch ist. Es tut mir sehr leid. Wieso muss er dann wieder der Schuss nehmen? Soll ich gleich nach vorne laufen und aufmachen? Eins, zwei, drei, vier. Er kommt vier Felder. Er kommt noch nicht raus. Ihr müsst so viel töten, wie es geht und euch vor der Tür sammeln. Weil in den nächsten könnte, Wanda könnte öffnen. Eins. Ich kann jetzt exit. Eins öffnen. Drei, vier. Ich kann jetzt exit. Die Frage ist, wir kommen in den zweiten noch mit raus. Ja, ich wäre eher dafür, dass wir uns hier sammeln, dann mit Rand aufmachen und dann rausrennt. Überleben wir da, wenn wir da stehen bleiben, ist die Frage.
Wenn wir da stehen, würde ich kannst sagen... Kannst du die Tür öffnen? Nächste Runde fängst du an. Ich kann die Tür nicht aufmachen, ne? Nein. Das heißt, das wird eh schon schwierig. Ach, die laufen gar nicht auf uns zu, weil sie erst mal ihn töten, oder? Richtig. Die beißen erst einmal, die einzigen, die wo uns entgegenkommen, in Anführungszeichen, sind die Runner. Die kommen aber maximal bis hier, weil sie ja ihn beißen und dann ein Feld weit rennen, beziehungsweise die, wo ihn nicht beißen, zwei Felder bis hierhin. Wieso? Manchmal beißen sie alle. Oder? Ehrlich gedacht. Er hat einfach einen riesen Überschuss an Wunden, nur die Runner haben danach noch eine zweite aktiviert. Ja, die gehen halt, bis, wie gesagt, sie kommen mal maximal bis hier, wenn wir hier stehen bleiben. In der nächsten Runde ich nicht tue, beziehungsweise suche und du dann aufmachst. Nein, wir machen es ganz anders. Das sind die letzten Karten. Naja, hat es gleich erst entfallen. Das ist scheiße, das geht auch nicht. Das ist so, slippery. Sind. Ich sage, geh zurück, ich habe eine Waffe, geh nach vorne, dann könnte ich mit dir tauschen, dann kann ich auch die Tür aufmachen. Weißt du, wie ich meine? Tauschen könntest du trotzdem. Du könntest in der nächsten Runde die Waffe haben. Du musst doch dahinter, dass du öffnen kannst. Eins, zwei, drei, vier. Du bist aber trotzdem nicht weg. Ja doch, wenn wir jetzt beide uns hier sammeln, dass wir uns nicht weiter bewegen, dann geht's auch nicht. Aber dann stehe ich hier, ist egal. Das hilft dir nichts, weil dann kommen die auf jeden Fall hierher und ihr habt nichts mehr getötet. Die bewegen sich, du bist tot. Ja, du, also es kommt nur Wanda raus, fertig. Nein, Joshua ist tot. Er schafft nur Wanda, dann kannst du auf diese Runde einfach rauslaufen. Das geht aber auch zu lange. Nein, es geht nicht. Ich glaube nicht, dass es geht. Ihr habt noch drei Runner, die ihr hinstellen könnt. Ja, vor allem, doch, das geht schon, wenn ich die Tür nicht aufmache, dass ich die letzte Aktion übrig habe. Ja, dann musst du sie aber bei der nächsten Runde öffnen und damit eine deiner Optionen verschwenden. Wieso ich? Ich muss sie doch nicht aufmachen. Nächste Runde bist du vor mir. Nächste Runde bist du der Erste. Ja, dann bin ich halt der Erste, ist doch egal. Wenn wir uns hier stehen bleiben und einfach drauf scheißen, dann gehen halt die Runner zu uns ins Feld mit rein. Wir sind slippery. Das heißt, wir müssen jetzt einfach zwei Runden lang warten. Wir müssen einfach nur warten. Er macht mit seiner ersten Aktion die Tür auf und rennt weg. Und ich habe 1, 2, 3, 4 Aktionen zu abhauen. Aber großes Problem ist jetzt, wenn wir hier reinschnetzen, damit die uns nämlich nicht so schnell entgegenkommen. Ihr habt noch drei. Vier Punkte. Das ist noch das kleinste Problem. Ihr habt noch drei Runner, die wir hinstellen können. Vier. Reicht. Hier sind zwei und da ist einer. Achso, das ist zwei. Da habe ich mitgerechnet. So, das heißt, es bewegen sich aller Wahrscheinlichkeit nach 1, 2, 3, 4 Mal irgendwelche Zombies zusätzlich. Vergiss es. Du kommst nicht raus. Let's try it. Gib mir mal die Shotgun rüber. Dann schnetzel ich zweimal rein und geh nach hinten. Dann haben wir da schon ein bisschen weniger. Das Ergebnis ist, dass du ihn erschießt. Die ersten zwei Schuss gehen auf ihn. Ach scheiße. Du gehst du besser nach hinten und suchst. Dann machen wir das erst gar nicht, weil dann kannst du viel leicht noch. Ja, er könnte noch schießen, genau. Aber er kann doch ganz normal schießen. Und dann zurückgehen. Ja, du kannst eine Aktion. Wobei er schießt auf alle Fälle auf ihn. Yes. Also er stirbt einfach vorher. Ihn treffe ich auf alle Fälle. Wenn du ihn erschießt, dann bewegen sie sich sofort. Ja, eben, deswegen. Also willst du nicht reinschießen, du willst auch nur zurückgehen. Ja, dann hast du mich im Leben. 5 Sekunden länger geben. Yes. Okay, gut. Ich stehe doch den Märtyrer tot. Und ich suche was. Plenty of ammo für Shotgun. Super. Ja. Wer jetzt die Shotgun? Nee, ich? Gut, dann kannst du nachher noch tauschen, das würde Sinn machen. Ja. So, dann ist Phil dran. Phil, schieß. Entschuldigung. Nein. Phil, du einmal suchen. Vielleicht findest du was sich da lohnt zu holen. Ich tue einmal suchen? Ja. Stimmt, kannst du hier rein und ich habe eine Shotgun. Ja, knall einfach rein. Ja, dann kannst du mit der Shotgun schießen. Kann ich irgendwas wegwerfen, weil ich bin in drei Runden? Ja, wirf die Glasflasche weg. Das wäre schön gewesen. Die wäre zwar cool gewesen, aber ich wirf die Glasflasche weg. Jetzt kannst du dreimal schießen in das Feld rein. Du tötest. Schieß einfach da ins Feld dreimal. Der Reihenfolge. Vier gibt's einen Toten. Das sind zwei. Also, eins, zwei, jetzt habe ich die nächste. Nein, du hast keine zusätzliche Aktion, du bist jetzt in Zombie. Ja, drei Fernkampfaktionen habe ich jetzt, ne? Die geht schon. Wunderbar. Also, ja, das ist die Kurve gelernt. Dann hast du jetzt noch eine und dann noch eine. Ja, du hast jetzt drei insgesamt. Weil mit der ersten hast du geschossen. Ja, ja. Das war die freie. Ja, aber einmal gesucht noch. Achso, ja. Also, einmal da war das noch stehen. Und Nummer zwei, du kriegst insgesamt 5 Punkte. Ich habe mir vorhin gebraucht, wenn ich drauf gegriffen.
Warum hast du davor nicht so gut gehört? Ja. Wirklich händig. Gut. Fünf Punkte. Mach fünf Punkte. Jetzt. Aufgeschrieben? Wer weiß, welches. Bringt er noch? Nee. Vielleicht ist er so. Schnellstellen. Suchen. Suchen. Vielleicht sogar noch davor. Chainsaw. Kettensäge. Ja, wunderbar. Dann kannst du jetzt auch die Tür öffnen. Deutlich. Aber mach's nicht. Lass die Tür auf zu. Ich glaube, dass ich die jetzt nicht aufmachen will. Okay, dann bewegen sich die Zombies. Die Zombies beißen. Und du bist tot. Dann gibt, wie viele Wunden waren das jetzt noch? Ja, ein paar zu viele. Die bewegen sich noch ein. Die bleiben mal, die stehen so. Die rennen auch noch vorne. Rack in Battleship schreiben wir noch. Erstmal die normalen Walker, dann kommt nicht so schön. Pflicht kaufen ist Torpedos High Energy Kaffee. So, und dann bekommen wir neue. Kurz dauert. Karte, wir bekommen einen. Hab ich. Und vorne. Hab ich. Hast du gemacht. Vier normale. Die haben wir gerade getötet. Wow. Super, du hast sie gerettet hier. Ja. Dann einen Fetti. Das ist ein Gullideckel. Oh. Wir haben keine Fetten mehr. Das heißt, wir würden nur einen theoretisch brauchen. Da wäre theoretisch der Gullideckel. Wir haben aber kein Fetti also mehr. Deswegen bewegen sie sich die hier einen nach hier. Und dann bringen wir nochmal vier normale, von denen wir nur einen hinstellen können. Ja, dann bewegen sich die und dann geht's auf, so wie ich gesagt habe. Wieso geht's auf? Ja? Hä? Dann geht's jetzt auf. Ja, wir könnten. Nein, Torpedo-Lauf-Bedingungen. Es geht noch nicht ganz auf. Du kannst jetzt nicht öffnen, weil du kommst nicht raus. Öffnen. Eins, zwei, drei. Der erwischt dich. Böse. Wanda ist draußen, ja. Wanda muss öffnen, das heißt jetzt ist... Jetzt müssen wir ausharren. Ihr müsst jetzt noch eine Runde ausharren. Ihr müsst es noch schaffen, eine Runde auszuharren. Was du noch mit vorhin machen könntest, noch tauschen? Die Plenty of Ammo wolltest du noch haben? Ich wäre auch stark dafür, dass ich mit ihm jetzt die Kettensäge tausche. Du gehst Plenty of Ammo. Er hat sich die Plenty of Ammo nimmt, ich dahin gehe, reinrotze und zurückgehe und er vorgeht und reinrotzt, was mit der Kettensäge zum Wegsäbeln geht und wieder zurückrennt. Du hättest vorhin noch tauschen können. Dann könnten wir es schaffen. Du hättest vorhin noch einen Zug übrig. Haben wir nicht gedacht. Ah, wir tauschen das Kind in die Bursche, da hätten wir jetzt noch einen Schuss mehr! Ist wurscht, dann machen wir es so, oder? Und passt jetzt, weil dann gehe ich nämlich eins zurück, darf schießen. Darf ich wiederholen, bleibt ihr auf einmal. Keiner tot. Wie gesagt, das klappt nicht, das war zu riskant und ich versuche zu retten. Die zweite, darf ich wiederholen. Den wir bekommen. Was kannst du? Und mit 3 gehe ich wieder nach hinten. Also mit der vierten Aktion. So, lasse ich dich jetzt einfach stehen, oder? Also gib mir mal Brot. Du gehst jetzt hier hin und kettensägst wie ein Wahnsinniger rein, was also, da geht. Es kommen keine Gullideckel. Das habe ich schon mal nachgeschaut. Eine Karte rettet euch im Endeffekt, weil der Abdomination ganz hinten erscheint. Das ist auch nicht so schlimm. Aber es gibt... Hey, du das, ey, auf zu spoilern! Ja, freie Bewegung für den Rest gibt's natürlich. Ja. Ach, weißt du was, was witzig ist? Da können wir es gleich nochmal spielen. Ja, das ist eins. Tu mit, nimm fünf Kettensägen und Kettensäge wie ein Wahnsinniger. Kettensäge weg. Wenn du es zweimal schaffst, wenn du zweimal fünf geschafft hast, dann haben wir alles weggeräumt, dann überleben wir es beide. Ja, das geht. Das sind drei. Nicht so blöd. Nicht so blöd. Na gut, wenn du genügend kleine tötest, hilft es natürlich auch. Ja, dann. Steh dir vor, das war ein Waff oder Mann. Die Wanne tritt man. Die Kettensäge kann den Fett fertig machen. Ja, die Kettensäge kann fertig. Ja. Zwei. Das sind leider noch nicht die Fettis. Die nächsten wären die Fettis gewesen. Und vier. Und wir zurück. Ja. So. Dann sind die Zombies dran. Zombies bewegen sich. Die sind schon bei euch. Die stehen bei uns. Sind das alles Runner? Die ja. Alles Halleluja, leck mich in der Hand. Ja, aber die könnten wir eventuell bewusst ignorieren. Vielleicht. Eventuell. Ja, ihr könntet es tatsächlich schaffen. Alle ignorieren kann sau weh tun. Ja, natürlich kann das weh tun. Jetzt kommen zwei Runner, die wir tatsächlich noch haben. Bekommen. Dann kommen fünf normale hier. Wie viel haben wir? Fünf haben wir noch. Ja. Fünf. Sechs. Dann kommt der Abdomination, den ich schon nachgeschaut habe. Der ist jetzt echt positiv für euch. Der Abdomination ist gut, ja. Und
Und? Zwei normale. Die freie Bewegung für die normalen, die hört aber echt nicht wehtut. Nein. Die uns jetzt vollkommen wurscht ist. Ich hab gesagt, dass es geht. Ja, ich hätte das nicht geglaubt. Ich hab doch gesagt, dass ihr glaubt, dass dem dicken Mann der kleine recht richtig laufen kann, nie wieder glaubt. Immer dasselbe. Dann fängst du an. Du machst die Tür auf. Eins, rennst weg. Eins, zwei, drei, weg. Ich bin dran. Vier Aktionen. Eins, zwei, drei, ich hätte doch suchen können, vier. Verdammt nochmal. Ja, die Mann, scheiß drauf. Suchen, ich hätte doch suchen können. Such eine Waffe mit Menschenskindern. Nee. Wasser, ja. Wir haben überlebt. Ey, Joshua und Wanda haben es geschafft. Wir haben mehr rausgekriegt als beim letzten Mal, also positiv. Oh. Yeah. Das war ein hartes Stück Arbeit jetzt. Das ist alte Schwede. Okay. Und der kleine Berg hier. Da wäre jetzt da wäre ein Molly. Ja, welche? Die Hälfte hatten wir schon. Also wir müssen mehr zum Suchen schaffen. Hättest du mich mal auf den Punkt. Das war jetzt übel. Okay. Ohne Wunder. Ja, hat uns gefreut hier von der Grünen Horde. Wir sehen uns mit der nächsten Saison. Ja, und ich habe gesagt, dass es geht. Und ihr wollt es keiner glauben. Nein, das wollte ich echt nicht glauben. Aber es ist gegangen. Sehr schön. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.